Jetzt bei RFH aktuell am Dienstag. Das sind unsere Themen heute. Der Umbruch ist geschehen. Die Oberbürgermeisterwahl der Kreisstadt. Ein nützlicher Helfer für die Retter. Notfalldose wird vorgestellt. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Der Umbruch ist geschehen. Die Oberbürgermeisterwahl der Kreisstadt. Der Wechsel im Halberstädter Rathaus wird im kommenden Jahr vollzogen. Daniel Zarata setzte sich in der Stichwahl mit 58,26% gegen Andreas Henke mit 41,74% durch. Des einen Freud ist des anderen Leid. Eine sehr ehrenvolle und längst nicht selbstverständliche Geste, dass Andreas Henke dem Gewinner bei dessen Wahlparty persönlich gratulierte. Doch damit ist nach 14 Jahren Amtszeit für Andreas Henke im Halberstädter Rathaus Schluss. Besonders eines wird dem noch Oberbürgermeister sehr fehlen. Ich werde auf jeden Fall die vielen, vielen netten Begegnungen mit den Menschen vergessen. Also das ist das, was die Zeit ja wirklich ausgefüllt hat. Die vielen Veranstaltungen. Es gab ja kaum ein Wochenende, was nicht mit Terminen belegt war. Manchmal von Freitag bis Sonntag. Unterschiedlichster Art in allen gesellschaftlichen Bereichen. Viele Kontakte, viele Gespräche mit vielen Menschen. Das werde ich ein Stück weit vermissen. Macht man sich da auch irgendwie Vorwürfe? Oder denkt man darüber nach, was hast du jetzt falsch gemacht? Warum ist die Wahl jetzt verloren gegangen? Gut, man könnte jetzt Wunden lecken und könnte jetzt analysieren, mein Gott, was hättest du anders machen können. Das nützt aber alles nicht, das ändert nichts am Ergebnis und insofern lasse ich das. Und ich denke, und das habe ich auch meinem Wahlkampfteam gesagt, wir haben einen ordentlichen Job gemacht im Wahlkampf, wir haben alles gegeben, wir haben alles versucht, aber der Wähler hat jetzt anders entschieden und vielleicht habe ich auch ein Stück weit Verständnis dafür, dass viele gesagt haben, 14 Jahre war zwar ein ordentliches Ergebnis, aber es reicht jetzt, wir wollen jetzt mal was Neues sehen, habe ich Verständnis für. Haben Sie denn schon die Idee, was Sie in Zukunft machen werden? Oder kommt das erst in den nächsten Tagen und Wochen? Das wird wohl eher erst in den nächsten Wochen kommen. Ich wurde oft schon gefragt jetzt in den letzten Tagen, ob ich einen Plan B hätte. Ich habe es immer verneint, den hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe immer nur einen Plan A gehabt, auf die Wahl konzentrieren, die Wahl gewinnen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Und jetzt, wie gesagt, arbeite ich bis zum Jahresende weiter und schaue, was sich dann ergibt beruflich. Eine berufliche Veränderung, die bereits feststeht, kommt auch auf Daniel Zarata zu. Er tauscht damit den Sitz im Landtag gegen das Amt des Oberbürgermeisters in Halberstadt ein. Dass das bereits sehr lange sein Ziel war, kommunizierte er schon früh mit seiner Familie. Er hat sich schon in jungen Jahren mit Halberstadt verbunden gefühlt und sagte immer, ich werde mal in Halberstadt irgendeinen öffentlichen Posten übernehmen, Oberbürgermeister vielleicht zu werden. Das war schon immer sein Ziel als Jugendlicher. Jetzt ist das geschafft. Wie wird man feiern? Oh, wir werden heute bestimmt einige Gläser trinken und werden aber auch dabei ganz vernünftig bleiben. Dieses Ziel hat er am Stichwahlabend endgültig erreicht. Unser Daniel hat 6.187 Stimmen erreicht heute Abend. Und sein Gegenkandidat 4.413. Meine lieben Damen und Herren, liebe Parteifreunde, liebe Parteifreunde, heute Abend steht links neben mir und ich lade dich schon mal ein, am Mittwoch um 9 Uhr in Quedlinburg trifft sich die Schwarzwald-Bürgermeistergruppe. Auch der Kollege Breithaupt kommt dazu. Das ist eine Bereicherung, was dich freut. Ja, also wir werden uns mit einer Gruppe treffen und du als angehender OB wirst dabei sein. Mein lieber Daniel, herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl. Und vor allem zu einem. Und du hast ein tolles Team um dich drumherum. Da will ich erstmal eine Sache sagen, die mir wirklich unheimlich wichtig ist. Wir haben es geschafft! Sowohl der designierte Landrat Thomas Balzerowski als auch der Kreisvorsitzende Ulrich Thomas beglückwünschten Daniel Zarata und freuen sich auf die Zusammenarbeit.
Ich freue mich über die Wahl von Daniel Serrata. Man hat an den Wahlständen schon deutlich die Wechselstimmung gespürt in Halberstadt. Die Halberstädter wollten den Wechsel auch. Sie waren mit dem Amtsinhaber nicht zufrieden. Daniel Serrata hat schon gezeigt, was er kann. Und ich denke, er nimmt den Schwung mit auch ins Amt. Und ich bin gerne dann auch bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es gibt hier viel auch zu tun in Halberstadt. Und gemeinsam werden wir das schon machen. Im Landratsamt gab es ja immer mal wieder auch einen Landrat der CDU. Aber Halberstadt hat das erste Mal einen Bürgermeister der CDU. Wie schwer war denn das überhaupt? Also ich denke, die Leute haben nicht so sehr die CDU gewählt, sondern die Menschen haben Daniel Serrata gewählt. Er ist ein junger Mann, der noch sehr viel Kraft ausstrahlt, der ideenreich ist. Ich glaube, das ist genau das, was auch Halberstadt braucht. Das ist auch das, was die Halberstädter sich wünschen. Die Stadt Halberstadt hat eine sehr hohe Arbeitslosenquote im Gegensatz zu den anderen Harzstädten. Da wird Daniel Serrata sicherlich auch Schwerpunkte setzen. Am Ende soll es doch so sein, dass die Halberstädter sich in Halberstadt wohlfühlen und auf ihre Stadt stolz sind, auch gegenüber den anderen Städten im Städtewettbewerb. Ich denke, Daniel Serrata wird es schaffen, dass die Halberstädter auf ihre Kreisstadt dann auch stolz sind und nach 7 Jahren sicherlich auch eine gute Bilanz vorlegen können. Ja, es freut mich natürlich als Kreisvorsitzender der CDU im Harz, dass es uns gelungen ist, auch das Rathaus in Halberstadt zu erobern. Ich glaube, es ist auch der größte Erfolg der CDU in Halberstadt, mit Herrn Serrata einen Kandidaten präsentiert zu haben, der die Wähler überzeugt hat. Und ich glaube, auch Halberstadt kann sich auf diesen jungen, dynamischen Oberbürgermeister freuen. Man merkt dem neu gewählten Bürgermeister an, dass er sofort anpacken möchte und sich nicht lange auf dem Wahlerfolg ausruhen will. Ja, ich denke schon, dass es spannend war. Jetzt bis zum Schluss haben wir natürlich gefiebert. Wir sind jetzt keine Leute, die irgendwie zu früh die Sektkorken schon knallen lassen. Dafür hat man im politischen Geschäft schon zu viel erlebt. Und von daher war es für uns sehr, sehr spannend. Aber wir sind unheimlich froh über dieses sehr, sehr gute Wahlergebnis. Ihr Vater hat schon erzählt, Sie haben sich sehr früh schon eigentlich entschieden, mal irgendwann ein wichtiges Amt hier in Halberstadt zu übernehmen. Wie bereitet man sich denn jetzt darauf vor, wenn man tatsächlich Oberbürgermeister ab Januar ist? Ja, das ist eine interessante Frage, weil in dieser Situation war ich ja noch nicht. Aber ich habe ja jetzt 6 Monate Zeit, sozusagen die ganzen Pläne, die wir haben, noch ein bisschen zu konkretisieren. Und da muss man gucken, inwieweit es möglich ist, vielleicht schon etwas in den Apparat eingebunden zu werden. Das hängt jetzt von vielen Faktoren ab, auch ob das gewünscht ist, dass es einen sehr, sehr schönen Wahlübergang, einen fließenden Amtsübergabe gibt. Das müssen wir sehen. Jetzt werde ich erstmal eine Woche werde ich mich zurückziehen und danach mit voller Kraft sozusagen die Ideen weiter ausbauen, die wir im Wahlkampf ja schon ansatzweise präsentiert haben. Jetzt gilt Halberstadt ja auch als hoch verschuldet. Halberstadt hat in den letzten 30 Jahren nie wirklich Geld gehabt. Wie geht man damit um? Ich habe ja schon im Wahlkampf gesagt, wir müssen endlich aufhören, darüber zu jammern, dass wir kein Geld haben und die Ärmel hochkrempeln und anfangen mit Arbeiten. Und das werde ich tun, weil wir müssen aufhören, immer nur bei unseren Bürgern zu sparen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir mehr Geld in die Kasse bekommen. Ich denke, da hat Halberstadt noch durchaus Potenziale, dass man das auch erreichen kann. Und die gilt es jetzt einfach zu heben. Deswegen werdet ihr von mir auch kein Wort des Jammerns hören, dass keine Kohle da ist, sondern wir müssen jetzt selber gucken, wie wir uns sozusagen am Kragen wieder rausziehen aus der Situation. Ich bin da erstmal noch optimistisch und hoffe, dass ich die guten Ideen, die ich habe, umsetzen kann mit einer starken Mannschaft im Hintergrund. Der Harzkreis hat ja auch einen neuen Landrat gewählt und ihr beide seid gut befreundet. Wie wird sich das auf die Arbeit auswirken? Ich hoffe doch, dass sich das sehr positiv auswirkt. Ich kenne den Thomas Balzerowski schon aus Jungen Unionszeiten. Er hat mich unheimlich unterstützt, auch im Wahlkampf. Also bis zum Wahltermin haben wir uns gegenseitig unterstützt. Und jetzt zur Stichwahl hat er mich natürlich nochmal unheimlich unterstützt. Und ich denke mal, wenn wir so weiterarbeiten, wie wir es jetzt im Wahlkampf schon praktiziert haben, dann kann das für eine Kreisstadt nur gut sein, wenn sich der Landrat und der zukünftige Oberbürgermeister gut verstehen. Ich denke, das wird eine sehr, sehr positive Zusammenarbeit werden, weil wir auch beide in eine gleiche Richtung denken. 6 Monate hat Daniel Serrata nun noch Zeit, um sich intensiv auf das Amt des Oberbürgermeisters vorzubereiten. Die Augen sind auf ihn gerichtet und der Druck ist hoch. Es bleibt abzuwarten, wie Daniel Serrata damit ab dem 1. Januar 2021 umgehen wird. Ein nützlicher Helfer für die Retter. Notfalldose wird vorgestellt. Der Sozialverband e.V. Ortsverband Blankenburg ist sehr aktiv. Das ist auch der Grund, dass es in der alten Schule in der Ösig noch eine Beratungsstelle des Vereins gibt, was nicht selbstverständlich ist. Wir sind der letzte Ortsverband, den es in Mitteldeutschland überhaupt noch gibt. Alle Ortsverbände sind fusioniert mit den Kreisverbänden und wir sind halt noch da.
Und das sind wir ganz stolz drauf. Unsere Mitglieder, unser Vorstand, ja, und ich als Vorsitzende, finde ich ganz toll. Warum haben Sie versucht, sich eigenständig zu halten? Weil es für mich wichtig ist, dass die Menschen hier in der Umgebung einen Anlaufpunkt haben, wenn sie Probleme haben und nicht mit dem Bus irgendwo hinfahren müssen, zum Beispiel Wernigerode, Halberstadt, Quedlinburg, das sind ja die Kreisverbände. Das ist den meisten Leuten zu weit. Sie sind krank, sie sind alt, sie brauchen jemanden vor Ort. Und deswegen bin ich hier, ja, und bleibe auch hier. Und Sie erhalten natürlich Unterstützung von anderen Ehrenamtlichen. Wie viel sind denn tätig bei Ihnen? Oh, wir sind eine ganz große Gruppe. Wir haben ungefähr 15 bis 20 Ehrenamtliche. Der Vorstand, unsere Helfer, die teilweise gar nicht Mitglieder sind im Sozialverband und trotzdem uns helfen. Das ist manchmal auch bedingt finanziell eine Frage. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich berate auch andere Leute, die keine Mitglieder sind. Und das finden die Menschen auch ganz wichtig. Mit welchen Problemen kommen die zum Beispiel zu Ihnen? Also Vorrang ist, krankheitsmäßig oder krankheitsbedingt aus dem Arbeitsprozess zu fallen. Und dann wissen die Leute nicht mehr, wohin. Sie kommen mit den Problemen auch, Anträge stellen zu müssen, die dann teilweise recht schwierig sind. Denn Sie wissen selber, Bürokratie ist ja in Deutschland ganz groß. Und wenn man ein falsches Kreuz am falschen Ort macht, dann ist man halt schon raus. Ja, und da helfen wir. Wir machen keine Rechtsberatung. Das dürfen wir nicht. Da gibt es in Magdeburg den Landesverband und da sitzen auch die Anwälte vom Sozialverband. Die übernehmen dann die Rechtsberatung und auch den Rechtsbeistand. Wir zeigen hier in Blankenburg und auch im Kreisverband nur die Wege, sprich die Anträge stellen, die eben nötig sind. Ja, und begleiten die Leute dabei. Das ist wichtig. Der Ortsverband organisiert zahlreiche Veranstaltungen, die helfen sollen, den Alltag zu meistern oder die in einer gemütlichen Runde interessantes Wissen vermitteln. Heute steht die noch wenig bekannte Notfalldose im Fokus. Ich war bis zu meiner Pensionierung im Rheinland bei einer Berufsfeuerwehr und dort macht die Berufsfeuerwehr auch den Rettungsdienst. Und im Zuge dieser Diensttätigkeit habe ich unter anderem 4 Jahre lang Notarztwagen gemacht. Also schon von daher finde ich das schon sehr, sehr wichtig. Wir wären damals froh gewesen, wenn wir diese Dosen vorgefunden hätten. Sie waren auch an der Entwicklung dieser Dose beteiligt? Nein. Die Entwicklung, Erfindung, die hat in England stattgefunden. Und ich bin über Bekannte, die privat in England waren, diese Dose entdeckt haben. Über diese Schiene habe ich die in den Harz importiert. Was befindet sich jetzt in der Dose? Im Prinzip nichts. Ein Zettel, das ist alles. Nur dieser Zettel ist enorm wichtig, weil dort alle relevante Dinge schriftlich niedergelegt sind, die ein Notarzt im Einsatz dringend brauchen würde, wenn sie da wären. Und es gibt noch einen Aufkleber? 2 Aufkleber. Ein Aufkleber kommt naturgemäß an die Eingangstür außen. Das heißt, wenn der Rettungsdienst kommt, das Team, aha, Notfalldose in der Wohnung vorhanden, dann sucht man die nicht. Wo tut man die Dose hin? In der Regel in den Kühlschrank. Und warum in den Kühlschrank? 90% der Haushalte haben eine Küche und 85% haben auch einen Kühlschrank. So. Wie ist die Resonanz auf Ihre Vorträge, die Sie bisher gehalten haben? Also ich bin zufrieden. Es dauert was, es muss sich erstmal rund sprechen. Aber so jetzt über die Dose vertreibe ich jetzt circa 1,5 Jahre und ich bin sehr zufrieden. Haben Sie einen Überblick, wie viele Dosen Sie schon verkauft haben? Ja, kann ich Ihnen sagen, so roundabout 2.500. Die Dose ist für den Hausgebrauch bestimmt. Wer unterwegs verunglückt, der sollte einen Nothilfepass bei sich haben.
Die haben wir selber auch entwickelt im Sozialverband, weil diese Notfallpässe, die Dose muss man ja nicht mitnehmen nach draußen. Diese Pässe sind wichtig, dass man was in der Tasche hat, wenn man unterwegs ist. Und die kann man auch bei uns dann bekommen. Wir machen ja auch die Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und dazu gebe ich schon diese Pässe generell mit raus. Also die Leute haben schon, unsere Mitglieder auf jeden Fall, haben schon ihre Pässe. Und wer sie haben möchte, kann sich gerne an mich wenden. Vor allem Senioren sind es, die die heutige Veranstaltung besuchen. Manfred Pohl berichtet von seinen Erfahrungen. Er saß im Notdienstwagen sowie im Rettungshubschrauber und arbeitete bei der Berufsfeuerwehr und in der Rettungsleitstelle. Damals hätte er gern auf solch eine Informationsquelle zurückgegriffen, denn oft kommt es auf Sekunden an. Der Rettungsdienst wird bundesweit durch die 112 informiert, der ärztliche Notdienst unter der 116-117. Bei der Notfallmeldung sind präzise Angaben notwendig. Wer, was, wo und die Rettungskräfte sind dann vor Ort zu empfangen. Die Notfalldose ist besonders wichtig für die Menschen, die allein leben, die den Rettungsdienst über eventuelle Therapien und Medikamente im Notfall informieren müssen. Oft sind sie beim Eintreffen des Notarztes nicht mehr ansprechbar oder die Angehörigen können keine genauen Auskünfte geben. Deshalb sind solche dann leicht zugängliche Informationen besonders wichtig. Zu einem Selbstkostenpreis von 3 Euro konnten die Notfalldosen bei dieser Veranstaltung erworben werden.